Hi guys, ciao ragazzi, herzlich willkommen hier bei Saucool Basteln, dem coolsten Bastel-Channel hier auf YouTube. Heute wollen wir ein neues Projekt anfangen und zwar möchte ich ganz gerne eine Ladestation bauen für die Smartwatch meiner Frau und ich hätte ganz gerne natürlich auch, dass sie ihr Telefon darauf laden kann. Wenn euch interessiert, wie ich das umgesetzt habe, dann bleibt dran, bis nach dem Intro. Wie gesagt, den Schiebeschlitten bauen, das wird, wie gesagt, ein Provisorium. Ich gebe mir da keine Mühe, dass der gut oder schön oder auch perfekt ausgerichtet sein wird. Ich brauche ihn vor allem, um an das Holz gerade Kanten ranzubekommen. Ich habe ja für die Maschine diesen Schiebeschlitten hier. Da werden wir demnächst was für bauen, dass wir den benutzen können. Denn für diesen Schiebeschlitten fehlen mir die Halter, um ihn an die Maschine zu bauen. DeWalt möchte für die Halter knappe 200 Euro haben. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt ausgeben. Deshalb werden wir uns selbst was bauen, um diesen Schlitten an die Maschine anzubauen. Das heißt, der Schlitten, den wir jetzt bauen, ist definitiv ein Provisorium und wird irgendwann wieder entsorgt. Also das muss kein Ausstellungsstück werden. Also ich habe die Leiste hier schon mal fertig gemacht. Die läuft gut in der Nut. Ich habe ja für diese Maschine oder an dieser Maschine nur eine Nut. Darauf werde ich dieses Brett befestigen an diesem Brett werden wir jetzt erstmal gerade Kanten ransehen. So, das Ding bekommt jetzt natürlich auch noch einen leichten Schliff. Nicht damit es besonders schön aussieht, sondern damit die Grate wechseln. So, das soll es mit dem Schleifen schon gewesen sein. Mehr Schliff brauchen wir da nicht. Es ist halt wichtig, dass man, wenn man darüber geht, sich keine Splitter irgendwie einfängt. Das ist das Einzige. Ihr seht, ich habe hier wirklich benutztes, altes Holz genommen. Da sind schon Löcher drin. Die war schon mal verwendet, diese Platte. Also es wird kein Schmuckstück. So, ich habe jetzt schnell ein bisschen Ordnung gemacht und habe auch schon mal das gute Stück ein bisschen verleimt. Ich warte jetzt kurz auf Trocknung und dann werde ich da noch zusätzlich ein paar Schrauben reinbringen und ja, dann sollte das Ding vorerst zu verwenden sein. Ich weiß noch nicht, ob ich auch so einen Queranschlag hier dran mache. Hatte ich eigentlich nicht vor, weil es wie gesagt ein Provisorium sein soll. Ich überlege mir das noch. So, soweit sind wir durch mit dem guten Stück. Ich habe jetzt hier doch so eine Art kleinen Anschlag hinten dran gemacht, wo zumindest das Werkstück hinten gegenliegen kann, dass es nicht verrutscht. Wie gesagt, ist nichts Besonderes, es ist halt nur ein Provisorium. Da habe ich ein bisschen gecheatet übrigens mit dem Anschlag. Ich habe einfach so eine Winkelleiste genommen. Die sollte einigermaßen rechtwinklig sein. Aber wie gesagt, es kommt hier tatsächlich überhaupt nicht auf die Präzision an. Wie gesagt, das Ding wird eh wieder entsorgt. Das habe ich übrigens aus den gleichen Leisten gemacht hier, wie meine Umrandung von meinem Schrauberschränkchen. Das Projekt verlinke ich euch auch mal oben rechts im Eck. Sehr geiles Teil. Ja,
das ist alles, was von dem Stück übrig geblieben ist. Ich habe ja ringsrum einmal so Streifen abgeschnitten. Von dieser Seite, wo ich dieses abgeschnitten habe, musste ich ein paar Mal mehr schneiden, weil einfach so tiefe Löcher drin waren. Ja, das werden wir jetzt noch einmal aufschneiden, um daraus nachher eine Platte zusammenzuleimen, wo wir dann die, das Ladegerät drin einlassen können. Das wird also die Bodenplatte. Hoffe ich. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich mit so echtem Holz arbeite, dieses hier scheint extrem hart zu sein. Also die Säge hatte echte Probleme da. Na, Probleme nicht, aber man hat gemerkt, dass sie arbeiten musste. Bisschen frisch draußen. So, das sind die Stückchen, aus denen wir uns eine Platte jetzt zusammen basteln werden. Und wenn ich die Maserung hier sehe, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz, ganz geil wird. Also bestimmt ein schickes Teil. Ich weiß nicht, ob ich die Platte so groß mache oder sie nachher kleiner mache. Das werden wir sehen. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich das so hoch. Das sieht ungefähr so aus. Das soll natürlich nicht nur so bleiben. Aber daraus machen wir jetzt als allererstes mal eine Platte. Und nun leimen wir die ordentlich zusammen. Die drei Stückchen haben wir schon. Jetzt fehlt noch das letzte. Das werde ich schön einleimen. So. Dann kommt das letzte Stück hier oben drüber. Ach, das war natürlich falsch. Habe ja den Rest vergessen. Ne? Das muss ja hier auch geleimt sein, sonst hält das alles am Ende nicht. Bin gespannt, ob der Leim auf diesem Holz ordentlich hält. Und jetzt werden wir das schön zusammenzwingen. Als allererstes werden wir natürlich in diese Richtung zwingen. Einmal. Ich denke, es ist besser, wenn wir es weiter auseinander machen. Den auch nochmal noch weiter nach außen setzen. Genau. Dann werden wir noch hier ein mittig setzen.
So. Jetzt haben wir das ganze Teil zusammengeleimt. Ich habe die Zwingen abgemacht schon und es sieht aus, ja, als wenn das ganz gut halten würde. Das ist also unsere Grundplatte, auf der wir nachher alles aufbauen. Jetzt werden wir die mal schnell vom Leim befreien und dann werden wir sie schleifen, damit wir die Brandspuren hier ein bisschen wegkriegen und dann, ja, dann sehen wir weiter. Leute, schaut euch das mal an. Ist das nicht eine richtig geile Maserung? Das sieht doch mega aus, oder? Ja, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich bin im Augenblick allerdings am Überlegen, ob ich hier noch einen Rahmen drumherum mache. Und zwar aus diesem Black Palmyra Holz. So einen Zentimeter breit. Das könnte eventuell gut aussehen. Ich überlege mir das noch. Man erkennt kaum, dass hier Stücke zusammengeleimt sind. Also, das sieht richtig, richtig heftig gut aus.